Gut, dann Leo, was hast du denn? Ich muss aus aktuellem Anlass Visco Cam picken. Die haben sich ja letzte Woche, glaube ich, war es, dazu aufgeschwungen, endlich ihre App fürs iPad richtig anzupassen, sodass man die wirklich mal in voller Größe auch auf dem iPad benutzen kann. Sie haben es auch fürs iPhone 6 und fürs 6 Plus endlich angepasst. VSCO-Cam ist die gute alte Foto-App, die in erster Linie durch ihre Filter eigentlich bekannt ist, aber die auch erstens zum Fotoaufnehmen selbst dient, obwohl ich das persönlich auch recht selten nutze, die auch die ganzen iOS 8-Neuerungen integriert hat, also um sich da manuell auszutoben, wenn man denn möchte. Und sie haben eben ihre kompletten Filterpakete, von denen es ein paar kostenlos gibt und man viele kaufen kann zu verschiedenen Preisen und auch viel in so Paketvarianten, dass du gleich so einen ganzen Batzen an Filtern bekommst. Also da kann man sich ganz schön eindecken, wenn man denn möchte. Braucht man aber auch nicht unbedingt, weil es auch Bearbeitungswerkzeuge gibt, die recht praktisch und allzeit nützlich sind und die sowieso auch in dem kostenlosen Basisding einfach mit drin sind. Es ist eigentlich unverschämt, dass die App kostenlos ist, weil Ein Stern, also man blöd, muss sollte ja mehr Geld ein Stern kosten. unverschämt, weil sollte Geld kosten. Ich meine, ja, da, also ich weiß nicht, ob die in irgendeiner Form Ja, Risikokapital bekommen. Also da muss schon Zeug reingebuttert werden. Auf der anderen Seite werden die, ich ordentlich. meine, die sind ja von den Filtern her, das ist ja nicht einfach eine neue Bude, die jetzt mal Genau. einen auf Mobile macht. Also die haben ja ein Standbein schon ein festes, aber ich glaube, da wird auch schon ordentlich nochmal Geld zugeschossen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es eine hervorragende App. Man sollte sich einmal am Anfang mal 10 Minuten oder so Zeit nehmen, um sich durch die etwas mystisch angehauchten Bedienelemente zu arbeiten, dass man weiß, was da eigentlich was ist und womit man was machen kann. Auf jeden Fall ist in der neuen Version 3.0 oder 4.0, 4.0 ist es, 4-0. glaube ich, die nicht nur die iPad-Version gebracht hat, sondern auch ganz fantastischen Verlaufsfunktionen, so dass man wirklich durch seine Bearbeitungsschritte zurückgehen kann, in einer sehr bequemen Form. Vorher konnte man einfach so, ja, zurück, 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 aber halt ohne zu sehen, welche Änderungen du vorgenommen hast. Jetzt siehst du so richtig haarklein aufgeführt, welche Veränderungen du an dem Bild schon vorgenommen hast und kannst dann jeweils zu dem Punkt springen, den du nochmal nachkorrigieren möchtest oder halt Verlauf abarbeiten, so neu abarbeiten, was man ändern möchte. Also das ist ganz grandios. Und die haben halt ihre eigene Sync-Plattform integriert, um da cloudseitig die Fotos auszutauschen, was in erster Linie natürlich zwischen iPad und iPhone super praktisch ist und natürlich auch bis hin sich zur Android-Version erstreckt. Wenn das relevant ist, vielleicht wenn jemand die Kombination aus Android-Smartphone und iPad hat, ist das natürlich auch nicht dumm, da den Austausch der Fotos über die Plattform sicherzustellen. Die hat sich auch recht solide bei mir bis jetzt gezeigt, muss ich sagen. Und das ist halt schön. Und man bekommt halt die Fotos wirklich auch gesynkt, inklusive aller bereits vorgenommenen Bearbeitungsschritte und sieht eben auch die, also du kannst auf dem iPhone deine Bearbeitung des Bildes in Angriff nehmen und kannst die bequem auf dem iPad fortführen und am Schluss auf dem iPhone komplettieren. Das in sehr nahtloser Form. Also das ist doch recht angenehm geworden, fand ich. Und das iPad ist ja dann doch in dieser Hinsicht auch ein ganz nützliches Gerät, finde ich, um sich mal gemütlich hinzusetzen und ein bisschen mit den Fotos rumzuspielen. Also das ist sehr angenehm. Weil das iPad als Kamera ist für mich immer noch nicht existent, aber als Fotobearbeitungswerkzeug ist das iPad ja durchaus sinnvoll. Insofern gute Sache. Leider sehr negative Einschränkung ist, dass es sich mit dem Update auch eine große Zähheit und Langsamkeit eingeschlichen hat und insbesondere auf dem iPad. Man tatsächlich das Gefühl hat, ich meine, sie hätten sogar irgendwo auch steht, irgendwo in der Hilfe oder in den Begleitdokumenten, sie empfehlen tatsächlich ein iPad Air 2 zu nehmen. Und ich dachte zuerst, das sei ein Scherz. Aber in der Tat ist es auf dem iPad Air 1 oder halt auf dem ersten iPad Air, man kann es benutzen,
aber es ist an der Grenze. Also man sollte ein bisschen Geduld mitbringen für manche Aktionen und wenn man sich da durch den Verlauf hakelt oder auch die Filtervorschau ausprobiert und der hat da immer schon so Nachdenkpausen. Aber auch auf dem iPhone 6 Plus oder auf dem iPhone 6, selbst da auch mit quasi der neuesten Hardware, die du halt kaufen kannst, auch da legt der etwas zu viel Nachdenkpausen ein und es ist ein Tick zu zäh im Moment. Ich hoffe, dass sie das mit dem nächsten oder übernächsten Update das unter Kontrolle bekommen, weil es doch ein klarer Abstrich ist von dem ansonsten so fantastischen Paket, das die da geschnürt haben. Ich kann dir bestätigen, iPad Air 2 ist super. aber iPhone 6 Plus ist wirklich, ist ja schon wirklich an der Grenze. Weißt du, wenn du die Schieberegler ziehst und da die Verzögerung drin hast, ist schon sehr, sehr zäh und hakelig. Und so, dass du nicht wirklich weißt, ob du eigentlich den Schieberegler gezogen hast oder ob du dich irgendwie vertippt hast. Also es ist in dieses Territorium gelandet, wo in dem Touch-Oberflächen nicht sein sollten. Ja. Glaubt einfach nicht diese Märchen, dass das iPad irgendwie schon in der Nähe, die iOS-Geräte in der Nähe von Desktop-Power sind. Ich habe gerade gesehen, die haben noch mehr solches Zeug. Die haben jetzt zum Beispiel dieses Visco Keys, was irgendwie super Keyboard-Shortcuts für Lightroom sind. Mhm. Wo du so Kontrast auf F legen kannst und dann einfach brutal schnell durch Bilder durchgehen kannst. Mhm. Haben sie hier zum Beispiel auch. Wenn man einen brutal schnellen Rechner hat, der das mitmacht. Gut, dann bin ich ja raus. Schade. Ja. Gut, aber ViscoCam kann man sowieso mal benutzen und dann. Ja, also es ist schon Standard, es sollte als Standardsoftware installiert werden, ist ja eben, wie gesagt, kostenlos, unverschämterweise und gehört eigentlich auf jedes iOS-Gerät und jetzt auch auf jedes iPad. Und wie gesagt, also hoffentlich kriegen sie es unter Kontrolle, was die Performance da angeht. Und es ist ganz schwer, Bilder kaputt zu machen damit. Also selbst wenn du einen irrsinnig schlechten Geschmack hast, wenn du farbenblind, wenn du da irgendwie nicht farbenblind bist, sondern wenn du einfach keinen Geschmack hast, kannst du deine Bilder einfach nur besser machen damit. Ja, genau. Also die Folie, du kannst furchtbarsten Aufmacher machen, 5 Filter drüber, alles super. Also wie Instagram. Genau. Wie Instagram mit guten Filtern. Die neue Version kam da ja auch. Ich habe mich da heute mal wieder durchgeklickt. Es ist ja ein sehr nettes Paket mittlerweile, aber diese Filter, die sind so verzerrend irgendwie. Die sind durch, die Instagram-Filter sind durch. Also das ist schon sehr abgehangen. Am Anfang gab es doch irgendwie ein, zwei schöne, die man immer verwenden wollte und die sind weg. Ne? Ja, die sind verschwunden. Ja, ja. Gut.